Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich auch, dass Sie meine Gäste aus Anklam so freundlich begrüßt haben. Auch nachdem Sie, Herr Manta, jetzt gesprochen haben, erschließt sich für mich das Ziel dieser Aussprache nach wie vor nicht. Auch nach Ihren Fragen, die Sie hier gestellt haben. Was genau wollen Sie eigentlich damit bezwecken? Und wie oft haben Sie wirklich das persönliche Gespräch mit dem Bürgermeister in dieser Angelegenheit gesucht? Denn dann wüssten Sie längst, dass die Stadt längst auf dem Weg ist, die entsprechenden Unterlagen beizubringen und signalisiert hat, dass bis Ende März diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dann auch abgegeben wird. Und dann wüssten Sie, dass es bereits Gespräche gegeben hat in der Stadt Bergen auf Rügen zu dieser Frage Neubau. Da reicht ein Anruf. Wie Sie vielleicht wissen, bin auch ich ein Fan von Anklam und bin in der Region zu Hause und ich fühle mich auch mit ihr sehr eng verbunden. Und so hoffe auch ich, dass sich die Stadt und ihre Einrichtungen immer weiterentwickeln. Und vieles kann sich bereits sehen lassen und ist gar beispielhaft. Die Stadt investiert trotz schwieriger Haushaltslage in die wichtigsten Einrichtungen, in den Schulcampus, in die Gestaltung des Marktes, in Straßen und Plätze. Und natürlich auch in die Schwimmhalle mit ihrer hier schon vielfach betonten langen Tradition. Diese Schwimmhalle ist in einem großen Umkreis die einzige in der Region und wird nicht nur von Anklammerinnen und Anklammern genutzt. Ja, auch die Kinder meiner Grundschule im Ort nutzen sie zum Schwimmunterricht, wenn wir dann als Gemeinde, die 30 Kilometer entfernt ist, die Kosten für die Hin- und Rückfahrt aufbringen können. Die Schwimmhalle ist in die Jahre gekommen und deshalb stark sanierungsbedürftig. Und deshalb musste etwas passieren und deshalb handelt die Stadt auch, um den jetzigen Zustand für alle Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern. Allein kann Anklam die erforderlichen Investitionen nicht stemmen. Und daher wurde eine Förderung beim Land beantragt, so wie es viele, viele andere Kommunen auch tun müssen, wenn sie ihre Einrichtungen eben erhalten wollen. Vom Land wurde eine Förderung für die Sanierung der Schwimmhalle in Aussicht gestellt und soweit meine Information ist, der Eigenanteil zur Finanzierung der Sanierung der Schwimmhalle ist durch die Stadt sichergestellt. Aber, und das führte offenbar zu Irritationen, es wurde von der Stadt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verlangt, richtig? Also wie verhalten sich die Kosten bei einem fiktiven Neubau gegenüber der Sanierung? Und für diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung müssen logischerweise erneut die Unterlagen beigebracht werden. Zumindest in der Öffentlichkeit, Herr Mantay hatte das ja hier auch anhand der Überschriften deutlich gemacht, in der Öffentlichkeit ging es hin und her und wohl auch zwischen den Ministerien, so meine ich. Und so wurde schon mal der Eindruck erweckt, dass Verzögerungen allein aufgrund von Versäumnissen seitens der Stadt auftraten. Wüste Behauptungen wurden aufgestellt, die die Verantwortlichen in der Stadt in ein schlechtes Licht rücken sollten. Ein solches Schwarze-Peter-Spiel führt zu Verdruss und nicht zum Ziel. Und allein das sollte der Maßstab für alle Beteiligten hier auch sein. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Mantay? Zum Schluss dann. Meine Damen und Herren, nochmal zu dem Thema Neubau. Dazu muss man wissen und auch realistisch bleiben, ein Neubau einer normalen Schwimmhalle würde wohl eher 10 Millionen Euro kosten. Das wären zunächst natürlich deutlich höhere Investitionen gegenüber der Sanierung. In der Folge würde ein Neubau aber geringere Bewirtschaftungskosten erwarten lassen, das ist vollkommen klar. Und möglicherweise rechnet sich auf lange Sicht ein Neubau für die Stadt, ganz abgesehen von vielen weiteren positiven Effekten, die ein neuer Standort, auch etwas zentraler gelegen, dann hätte. Aber, und dessen sind sich, glaube ich, auch alle bewusst, ein Neubau könnte sich die Stadt ohne eine adäquate, also deutlich höhere Förderung überhaupt nicht leisten. Auch wenn, und das ist meine persönliche Meinung, eine ganz neue Schwimmhalle großartig und der Stadt natürlich absolut zu gönnen wäre. Vorteilhaft wären eben, wie gesagt, die geringen laufenden Betriebskosten und ein Standort mit einer vor allem besseren Erreichbarkeit, gerade auch für die ältere Bevölkerung. Wie gesagt, das ist zwar wünschenswert, aber eine solche Investition, auch wenn sie langfristig sinnvoller wäre, wird wohl nicht die nötige Unterstützung, die nötige Förderung erhalten. Das ist bedauerlich und es ist
dann auch nur fair, dies so zu kommunizieren, also so offiziell auch zu kommunizieren. Dennoch, wenn der Neubau nicht weiterverfolgt wird, und das ist ja jetzt wohl so, die Sanierung der Schwimmhalle ist zwingend erforderlich und die wird ja auch erfolgen. Und dazu braucht die Stadt aber rasch Klarheit und auch ein offizielles Signal, dass damit umgehend dann auch die Leistungsphasen 4 bis 9 der Planung europaweit ausgeschrieben werden können, um nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Abgeordnete, gestatten Sie jetzt die Frage des Abgeordneten Dr. Mantai. Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Sie haben gesagt, es wird ein Neubau verfolgt. Können Sie mir konkret sagen, wer verfolgt einen Neubau? Wer möchte da einen Antrag auf Förderung eines Neubaus stellen? Vor dem Hintergrund, dass ich die Spekulation kenne, wollte ich Sie fragen, was Sie dort wissen. Wer verfolgt einen Neubau und was macht er, um diesen Neubau zu verfolgen? Dankeschön. Also ich habe nicht gesagt, dass ein Neubau verfolgt wird, sondern im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wäre es natürlich möglich, einen Neubau zu verfolgen. Aber aufgrund der Tatsache, dass ja für ein Projekt von 10 Millionen Euro es keine adäquate Förderung oder Unterstützung durch das Land geben wird, das ist ja hier nochmal deutlich gesagt worden, dass das abwegig ist, hat sich die Frage für einen Neubau also erledigt. Okay. Ne?